Ich wünsche einen wunderschönen guten Nachmittag. Jedenfalls ist es Nachmittag zu dem Zeitpunkt, an dem ich die Aufnahme starte. Und ja, bei mir ist tatsächlich eine winterliche Landschaft anzutreffen. Deswegen nicht wundern, warum liegt da schon wieder Schnee? Im letzten Livestream war es Frühling. Ja, diejenigen, die den letzten Livestream mitbekommen haben, müssten jetzt eigentlich auch theoretisch, ich weiß nicht, ob sie es wissen oder nicht, herausgefunden haben, auf welcher Strecke wir uns befinden. Jedenfalls müssten sie das mittlerweile herausgefunden haben, wenn sie den Bahnhof sehen. Wir stehen nämlich in Kronach. Ja, es geht wieder mal hier auf der Strecke Rodachbahn Plus 1.7, weil es mir einfach keine Ruhe gelassen hat und weil ich doch beim letzten Livestream einfach mal so ein Just-for-Fun-Szenario gebaut habe, wo dann uns ein Schnellläufer entgegenkam. Ein Schnellläufer, auch als S12, ne? War ja alles fiktiv, beziehungsweise sind wir auch auf einen fiktiven Teil gefahren, der ja mehr oder weniger von Start, beziehungsweise von der Bundesbahn nur in Planung war, aber nicht umgesetzt wurde. Auf den Nebenbahnen Oberfrankens. Das war nämlich von Marxgrün nach Dürrenweit die Verbindung über Geroldsgrün. Wie gesagt, hat nie existiert, wurde auch nie stillgelegt, weil das eigentlich nur auf dem Papier existierte. Genau. Im Gegensatz dazu fahren wir jetzt auf einen Teil, der mittlerweile stillgelegt wurde, der leider ein Opfer der Rationalisierungsmaßnahmen war, die die letzten Jahrzehnte so bei der Eisenbahn in Deutschland liefen. Zwischen Kronach und Steinwiesen. Zurzeit kein Schienenverkehr. Aufgrund dessen, weil auch an einigen Stellen schon das Gleis abgetragen wurde. Der Oberbau, der Unterbau und natürlich auch die Schwellen und ja, Schienen an sich. Ich habe einfach die Theorie gehegt, aber da habe ich mich leider ein bisschen getäuscht. Jedenfalls sagt es der Dispatcher mir und ich glaube, wir werden es auch nicht besser schaffen können, wenn dann nur schlechter. Wie wäre es denn, wenn tatsächlich diese Theorie umgesetzt worden wäre, die der Staat bzw. die Bundesbahn, ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau das war, geplant hat, die Nebenbahn Oberfrankens zu erweitern und Marxgrün an Dürrenweit, dann wäre es ja Dürrenweit Tal gewesen, aufgrund dessen, weil es ja dann auch Dürrenweit Berg gegeben hätte. Wenn diese Strecke tatsächlich so umgesetzt worden wäre und gebaut worden wäre. Das Schöne ist ja, hier auf der Rodachtalbahn Plus 1.7 kann man dies fahren und kann man das einfach mal austesten. Aufgrund dessen, weil die Planung ja, wie gesagt, ein netter User im Railsim Forum umgesetzt hat. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich getäuscht. Es geht wirklich nur auf ein paar Minuten Minus raus. Zurzeit fährt man von Kronach nach Hof Hauptbahnhof. Das ist nämlich unser Ziel hier, Hof Hauptbahnhof, über eben die Rodachtalbahn unter anderem und über die Strecke dann weiter, wie gesagt, den fiktiven Teil Dürrenweit-Marxgrün und dann auf den jetzt noch existenten Teil Marxgrün-Hof Hauptbahnhof weiter. Aber halt rationalisiert, also beziehungsweise die meisten Bahnhöfe, die man antrifft, sind dann nur noch Haltepunkte, außer Selbitz. Marxgrün an sich ist auch nur noch ein Haltepunkt, habe ich ja auch schon im letzten Livestream gesagt. Also man sollte eigentlich sozusagen den letzten Livestream gesehen haben, bevor man dieses Video auch verstehen kann. So. So viel dazu. Und jetzt wieder zurück zum Thema. Zurzeit fährt man von Kronach aus über Hochstadt-Marktzeulen nach Hof Hauptbahnhof mit 8 Minuten Umsteigezeit. Ich habe jetzt hier eingegeben 15:50 Abfahrt in Kronach, Ankunft in Hof 17:26 Uhr. Wir fahren hier jetzt auch 15:50 Uhr ab. Habe schon alles voreingestellt. Leider gibt es keinen Hof Hauptbahnhof, sondern nur Weiden und Bayreuth als Zugzielanzeige. Deswegen habe ich die Zugzielanzeige einfach mal wieder gelöscht, weil ich dachte, ja, kommt ein bisschen blöd, wenn du Zugziel Bayreuth hast, aber fährst eigentlich nur bis Hof. Unser Fahrzeug ist ein 612.
Ups. Siefer verpatzer, sorry. Dann fahren wir mal los. Wie gesagt, ich habe mir wirklich gedacht, so in der Theorie, wie wäre das denn gewesen, wenn tatsächlich dieser Teil der Strecke, der nur geplant wurde, nur auf dem Blatt Papier existiert hat, zwischen Dürrenwald und Max Grün tatsächlich umgesetzt worden wäre, ob man denn dann auch viel schneller vorangekommen wäre, beziehungsweise viel schneller nach Hof gekommen wäre. Da das Ganze aber nur Nebenbahn ist und auch nur Nebenbahn bleiben sollte, auch mit der Planung, ne, an sich. Eindeutig nicht. Also wie gesagt, es geht nur auf 3 Minuten aus. Ankunft habe ich ja jetzt gesagt, ne? Realistische Zeit, heutiger Zug, wenn wir jetzt um 15:50, bei mir ist jetzt schon 16 Uhr, aber egal, bei euch ist eh eine andere Zeit, wenn ihr das Video anschaut. Und das Video erscheint ja eh erst am Dienstag und nicht heute, am Sonntag, wo ich es aufnehme, 17.03., damit ihr Bescheid wisst. Ne? Was ist denn jetzt schon wieder los? Haben wir eine gewischt bekommen. Von einem Überwachungssignal, das aber eigentlich aufgeleuchtet hat. Brav. Ja, dann geht schon los. Warum hätte ich das bestätigen sollen? Wenn wir jetzt nochmal eine gewischt bekommen, wird es noch besser. Nee, alles passt. Okay. Dinge passieren. Das Überwachungssignal hat witzigerweise tatsächlich BU1 gezeigt. Trotzdem mal zur Sicherheit. Ja, man fährt nämlich, also wir kommen angeblich in Hof, Hauptbahnhof 1723 an. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, hättest vielleicht noch ein paar mehr Halte ausgelassen als Regionalbahn, aber wie gesagt, Betonung liegt, wir sind ja eine Schnellläufer-Regionalbahn, die halten bloß dann, ich glaube, ab Selbitz halten wir nicht überall. Da lassen wir dann Rothenburg, Stegenwaldhaus und Köditz links liegen und verhalten dann eigentlich wieder erst das nächste Hof Neuhof und dann Hof Hauptbahnhof. Eigentlich ist genau diese Art dieser Aufnahme, die ich jetzt mache, eigentlich ein Fall für einen Livestream, aber ich wollte dann nicht nochmal am nächsten Freitag hier die Rodachtalbahn präsentieren. Rodachtalbahn Plus 1.7. Da habe ich bestimmt schon was anderes vor. Bisher habe ich noch nichts geplant, bin ich ganz ehrlich. Aber da fällt mir schon was ein. Genau, Dürrenwald ist das einzige, wo wir jetzt wirklich eine Soll-Ankunftszeit, eine Soll-Abfahrtszeit haben. Weil wir dann nämlich mit einem Zug kreuzen. Ansonsten fahren wir hier jetzt einfach mal schön gemütlich die 50 km/h. Nach Höfles. Ja, was gibt's sonst noch großartig zu sagen? Wie gesagt, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Hab einfach mal gedacht, okay, vielleicht besteht ja eine Wahrscheinlichkeit. Ich jetzt bei dem 1000er drücke ich mal. Nein, der ist nicht scharf, gut. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal so einen 612er geschnappt, den auf die Strecke gestellt und dann einen kleinen Fahrplan. Ja. Erfunden, erstellt. Nein, der ist auch nicht scharf. Gut, jetzt versuche ich es nicht bei jedem Tausender. Der dürfte nicht scharf sein, weil das Einfahrvorsignal tatsächlich zeigt. Fahrt erwarten.
Hier kann man schön an den Bahnsteig ranrollen. Ja, tatsächlich, es hat über Nacht tatsächlich wieder geschneit. Achso, jetzt sage ich ja schon Sonntag, Sonntag der 17. Fragen sich bestimmt viele, was hat denn der genommen? Sag ich, ja, es ist ja Samstag der 17. Morgen ist ja Sonntag der 18. Manchmal vergisst man einfach, welcher Wochentag ist. Sorry. So, ja, man muss ja hier. Ah, ist ja anders als beim 628. Herzlich willkommen wieder in einem RSSLO-Produkt. Oh, jetzt schau mal der Sonne entgegen. Hilfe! Mein Gott, blendet die. Das gab es tatsächlich. Wenn man 628er Mangel war. Fuhr, also jedenfalls kann ich das sagen, auf der Strecke, ich glaube aber auf Hofbad Steben, weiß ich vom Bekannten, gab es das auch schon, fuhr dann tatsächlich ein 612 auf der Nebenbahn. Kein Witz. Kein Witz. Der nächste Halt unter Rodach, der Ausstieg befindet sich dort im Fahrtrichtung. Ich habe keine Ahnung. Ja, zur Rodachtalbahn an sich habe ich ja, also jedenfalls welches Stück an sich übrig geblieben ist, habe ich, soweit ich weiß. Schon in meinem Livestream ausführlich erklärt, jedoch kann ich das auch noch sagen, dass es eine Inselbahn. Mittlerweile. Ah, scheiße. Ah, da ist nichts mit ranrollen. Was? Bin ich deppert? So richtig schön am Signal vorbei. Aber eigentlich noch am Bahnsteig. Das ist peinlich. Ja. Peinlich oder nicht? Das heißt eindeutig peinlich. Eindeutig peinlich. Ja, das ist eine Inselbahn und existiert einst zur Zeit zwischen Steinwiesen und Nordhalben, aber ich habe gehört,
Wald wäre, genau, das hier wäre es auch. Wallenfels, ne? Das haben sie auch wieder befahrbar gemacht und wird irgendwann auch wieder in Betrieb genommen. Wann genau, weiß ich nicht. So habe ich das gehört, dass sie dann irgendwann bis Wallenfels fahren wollen. Jo. Das mit dem Bahnsteig war mal wieder typisch keine Streckenkenntnis mehr. Wirklich, das ist so. Auch wenn es ein Simulator ist, beziehungsweise ein Spiel. Das hört sich echt bescheuert an, aber braucht ab und zu mal ein bisschen Streckenkenntnis. Sag ich, damit man weiß, wann man wo wirklich wo gefällig ist, wo Steigung ist, wo man reinrollen kann, wo man abbremsen muss, was weiß ich nicht was. Das ist eben so eine Sache an sich. Sag ich, dafür ist das da auch in der Realität, benötigt man ja wirklich dafür auch Streckenkenntnis. Also das ist klar. Auch wenn das jetzt wirklich ein Simulator ist und der mit der Realität eigentlich, ja, es ist schwierig, den mit der Realität zu vergleichen, den Train Simulator, das weiß jeder. Aber manches ähnelt sich da halt doch schon. Oh, Entschuldigung, das war wieder Leertaste. Ja, der Traktor wartet auch schon brav. Ja, das ist halt das Doofe, ne? Das sind halt auf einmal ein Mähdrescher zu sehen, wenn es geschneit hat, ist dann doch ein bisschen seltsam. Es ist sowas. Mein Gott. So, auch wieder Fahrt. Dass das hier mit der hydrodynamischen Bremse eher im Monitor falsch umge... Also hier in diesen... Wie heißt es? MTD? Gott, ich wusste das mal. Falsch umgesetzt wurde, ne? Jetzt kommen jetzt fahren wir, ziehen wir noch ein bisschen vor. Wisst ihr schon, ne? Also eigentlich, auch wenn man hier die indirekte Bremse bedient, müssten normalerweise diese tollen hier rot angezeichneten Striche hier genau so hochgehen. Jedoch ist das hier nicht der Fall. Ja, sieht man halt wieder, deswegen Simulator, ne? Das ist immer so eine Frage an sich, so eine Sache an sich. Gut, muss man vielleicht manchmal auch andere, beziehungsweise hier den Entwickler RSSLO in Schutz nehmen. Woher soll er das wissen? Wie schnell bekommst du offiziell eine Führerstandsmitfahrt und darfst dann auch noch die darin, ja. Wie gesagt, wie sollst du das wissen? Das ist schon eine Frage an sich. Deswegen nicht hochschimpfen, ist okay, das Fahrzeug.
Weil Traction hat das halt mit einem 628.4 an sich relativ gut hinbekommen, weil da machst du auch in der Realität nicht viel. Das ist halt das. Ein 612er ist halt ein bisschen anders, ne? Ein größer, ich sag jetzt mal, das ist halt ein größeres bzw. moderneres Fahrzeug, ne? Das ist halt so. Wobei es eigentlich durch das indirekte Bremsventil, das wir ja haben, zum hauptsächlichen Bremsen durch die indirekte Bremse, die halt wirklich auch noch ein Steuerventil hat. Ups. Wieder mal Sieferverpatzer. In dem Sinne eigentlich noch relativ gut zu fahren ist, aufgrund dessen, weil es ja keine richtigen Kombihebel besitzt. Da ist er wirklich noch hier. Beides schön getrennt. Sowohl hier im Simulator als auch in der Realität. So, in Kürze erreichen wir Wallenfels. Ja, das Stück hier, das wir fahren, ist alles ungefähr bzw. eigentlich schon abgetragen. Ich war selber noch nicht, ich bin mal dran vorbei, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin wirklich mal dran vorbeigefahren, aber genau hingeschaut habe ich nicht da. Aber bis Wallenfels haben sie, hat wohl eben der Museumsbahnverein Rodachtalbahn. Das Zeug wieder. Instand gebracht. So.